Guten Morgen. Für mich ist es das erste Webinar, was ich halte, möglicherweise auch für Sie. Schauen wir mal. Ich hoffe, es wird alles gut gehen mit der Technik. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Stand weltweit von Schrägkabelbrücken. Wir machen das so, nach einer Einführung gehen wir die verschiedenen Typen von Schrägkabelbrücken geordnet nach dem Material für den Balken, Stahl, Beton und Verbund durch. Dann schauen wir uns Reihen von Schrägkabelbrücken an und schließlich werden wir in einem Ausblick uns überlegen, wie es denn vielleicht weitergeht. Als Einführung, wo stehen Schrägkabelbrücken im Kontext aller anderen Brücken? Die untere Spannweite wird etwa begrenzt von den Bögen und von Durchlaufträgern, Schrägkabelbrücken für Straßenverkehr, ich spreche nicht über Fußgängerbrücken, fangen etwa an wirtschaftlich zu werden, ich sage mal bei 200, 250 Metern. Die obere Spannweitengrenze liegt heute bei rund 1100 Metern, darüber dann noch die Hängebrücken. Die Schrägkabelbrücken sind also weltweit das dominierende System für Spannweiten zwischen etwa 250 und heute 1100 Metern. Was sind die besonderen Vorteile von Schrägkabelbrücken? Da sind in erster Linie zwei Vorteile zu nennen. Der erste Vorteil ist die Montagefreundlichkeit von Schrägkabelbrücken. Wenn wir uns anschauen, wie wir Bogenbrücken montieren, dann müssen wir den Bogen selbst unterstützen, bis das horizontale Zuchtband wirksam wird. Es geht immer darum, die Horizontalkräfte während der Bauzeit aufzunehmen. Bei Bögen, die wir so oder so im Freivorbau machen, muss der Bogen geschlossen sein. Und dann kann erst das Zuchtband wirksam werden. Ähnliches gilt für das zugegebenermaßen nicht sehr häufige System der selbstverankerten Hängebrücke, wie wir sie bei früheren Rheinbrücken benutzt haben. Da wird die Haarkraft aus dem Kabel über den Balken von Ende bis Ende kurz geschlossen. Und erst wenn der Balken vollständig gebaut ist, auf irgendwelchen Hilfsstützen, ist die Brücke wirksam. Anders bei Schrägkabelbrücken. Bei Schrägkabelbrücken sind in den einzelnen Montagesystemen ist derselbe Kraftfluss wie im Endzustand, nämlich eine Vertikallast, Eigengewicht, wird über Kabel zum Pylon zurückgehängt und balanciert von der anderen Seite. Wir brauchen also keine besonderen Hilfsunterstützungen oder Hilfsabspannungen für den Bau von Schrägkabelbrücken. Das ist einer ihrer großen, natürlich auch wirtschaftlichen Vorteile. Der zweite Vorteil von Schrägkabelbrücken im Vergleich zu Hängebrücken liegt in ihrer Steifigkeit, in der größeren Steifigkeit. Das hängt damit zusammen, dass es bei einer Hängebrücke unter Last sogenannte spannungslose Verformungen gibt. Das heißt, das Hauptkabel, das System, findet bei einer Last im Viertelspunkt zum Beispiel ein neues Gleichgewicht, ohne dass damit das Kabel gedehnt werden muss. Anders bei Schrägkabelbrücken. Jede Lastabtragung über Schrägkabelbrücken, über die Schrägkabel, muss ein Kabel dehnen. Aus diesen spannungslosen Verformungen versus Verformungen, bei denen sich die Kabel verlängern müssen, resultiert die größere Steifigkeit von Schrägkabelbrücken. Zum einen erlaubt diese größere Steifigkeit, Schrägkabelbrücken für Eisenbahnbrücken zu benutzen. Es ist ja bekannt, dass Hängebrücken an sich nicht für Eisenbahnbrücken geeignet sind. Einfach deshalb, weil ihre Verformung so groß ist,
dass die Eisenbahnen immer einen steilen Berg hochfahren müssen. Anders bei Schlechtkabelbrücken. Die zweite Konsequenz der größeren Steifigkeit ist die größere aerodynamische Stabilität. Rein rechnerisch ergibt sich das, dass die Eigenfrequenzen von Schrägkabelbrücken höher sind als von Hängebrücken. Und in einem praktischen allgemeinen Beispiel, wenn wir vergleichen Hängebrücken und Schrägkabelbrücken mit gleicher Hauptspannweite, zum Beispiel 500 Meter, und schauen dann, wie groß die kritische Windgeschwindigkeit in Flatter zum Beispiel ist, dann sehen wir, eine Hängebrücke kann typischerweise bis zu 100 Kilometer pro Stunde Wind ab. Hingegen eine Schrägkabelbrücke bleibt aerodynamisch stabil bis zu 200 Kilometer pro Stunde Windgeschwindigkeit. Das sind wichtige Vorteile, die den Siegeszug der Schrägkabelbrücken unterstützt haben. Es hat sich deshalb auch die Anzahl der Schrägkabelbrücken in den letzten Jahren stark erhöht. Bis 1900, ich sage mal Mitte der 50er fing es an, hier Strömsund und so weiter, gab es eigentlich nur vage Vorläufer. Und als sich dann weltweit die Vorteile der Schrägkabelbrücken rumgesprochen haben, ist auf einmal ihre Zahl wirklich explosionsartig gestiegen von vielleicht 150 bekannten Schrägkabelbrückengroßen Mitte der 70er, auf heute deutlich über 1000. Ich glaube, es gibt niemanden, der die genaue Anzahl weltweit noch kennt. Ähnlich haben sich auch die Spannweiten entwickelt, wie wir es hier sehen. Wir haben hier die Spannweiten aufgetragen. Es begann mit 200 Metern, 250 und stieg dann fast linear oder überlinear an, sodass wir heute bei 1088 Meter sind, Stonecutter, und am Ende werden wir sehen, die Ruski-Brücke wird in den nächsten Monaten vollendet mit 1104 Metern. Also ein steiler Anstieg, sowohl in der Zahl der Schrägkabelbrücken, wie auch in ihren Spannweiten. Das wichtigste besondere Konstruktionsglied von Schrägkabelbrücken sind die Seile oder Kabel. Seile nennen wir Zugglieder, die räumlich verdreht sind, nämlich in Deutschland viel benutzt die voll verschlossenen Seile. Kabel nennen wir Zugglieder, bei denen die einzelnen Zugelemente, Drähte oder Litzen, parallel angeordnet sind. Weil die voll verschlossenen Seile gewisse Nachteile haben, sie kriechen, sie haben einen geringen E-Modul, sie haben eine geringere Schwingbreite, alles Eigenschaften, die sich in den letzten 10, 20 Jahren stark verbessert haben, hat unser Büro Leonhard Ander und Partner in den 60er Jahren die Entwicklung von Paralleldrahtkabeln vorwärts getrieben, die eben den vollen Stahl-E-Modul haben, eine höhere Dauerfestigkeit und zum ersten Mal und jetzt überall verwandt wurden PE-Rohre als Hülle für die Zugglieder benutzt. Sowohl vollverschlossene Seile wie Paralleldrahtkabel werden komplett werksgefertigt und auf Bobinen zur Baustelle gebracht. Bei größeren und immer größeren Spannweiten ergibt es natürlich erhebliche Montagegewichte und Montagelängen. Und deshalb hat sich in den letzten Jahren weltweit das Parallel-Litzenkabel als führendes Zugglied in aller Welt durchgesetzt. Die Zugglieder sind Monolitzen, die selbst, wo jede einzelne Litze einen dreifachen Korrosionsschutz hat, und die werden dann nochmal in ein PE-Rohr eingehüllt. Der Witz ist aber, dass sie auf der Baustelle aus ihren einzelnen Komponenten gefertigt werden. Das heißt, es werden nur die Litzen angeliefert und eingezogen
Und dadurch bleiben die Montagegewichte unabhängig von der Kabellänge immer klein. Zusätzlich kann man einzelne Litzen austauschen, falls es Korrosionsprobleme gibt. Ein weiterer großer Vorteil. Einer der maßgebenden Hersteller weltweit von Parallel-Litzenkabeln ist die Firma DSI oder DSI. So, das war als Einführung und jetzt wollen wir uns mit den Stahl-Schrägkabelbrücken befassen. Wir beginnen mit den unterhalten uns über den Stahlbalken, der durchgeht. Grundlage für die Entwicklung der Schrägkabelbrücken überhaupt war der Schritt vom alten Brückenquerschnitt hier oben gezeigt, wo eben die einzelnen Elemente jedes für sich nur getragen hat. Die Fahrbahn hat nur die Radlasten verteilt. Die Längsträger haben nur auch ebenfalls die Radlasten zu den Querträgern gebracht, die Querträger nur quer und die Gesamtbiegemomente wurden nur von den Hauptträgern aufgenommen. Dann kam der Schritt zur, was wir nennen, orthotropen Platte, den gesamten orthotropen Querschnitt, wo die orthotrope Platte gleichzeitig die Radlasten verteilt zwischen den Kelchprofilen hier und andererseits ist sie auch Obergurt der Querträger und ist Obergurt für den Hauptträger. Und die Normalkraft, die ja erheblich ist im Gegensatz zu Hängebrücken, die Normalkraft wird vom gesamten Querschnitt gleichmäßig aufgenommen. Also, die Voraussetzung für die Schrägkabelbrücken mit ihrer kombinierten Balkenbelastung aus Moment und Normalkraft war die Entwicklung des orthotropen Querschnitts. Das Ganze startete grundsätzlich mit der Düsseldorfer Brückenfamilie. Die drei Brücken wurden Anfang der 50er Jahre entworfen. Ich benutze immer noch das alte Modellbild, weil auf wirklichen Bildern man die drei Brücken nicht so gut sieht. Hinten Theodor-Heuss-Brücke, gebaut ungefähr 1956. Dann kam die Kniebrücke, ich glaube Mitte der 60er. Und schließlich 1976 Oberkassel. Es dauerte also 20 Jahre etwa zwischen Entwurf und Vollendung. Aber es blieben die ursprünglichen Entwürfe aus Anfang, Mitte der 50er erhalten. Die letzte dieser Brücken eben ist, wie erwähnt, ist die Oberkasseler Brücke, die auch quer verschoben wurde, aber die Zeit erlaubt uns nicht, auf diese Dinge hier im Einzelnen einzugehen. Während des Baus dieser Düsseldorfer Rheinbrücken, die der Kern bildeten für die Entwicklung der Schrägkabelbrücken weltweit, gab es dann schrittweise weitere Neuerungen. Zum Beispiel 1967 hat Helmut Homberg die sogenannten Vielseilbrücken eingeführt mit Bonn-Nord. Bei den vorherigen Brücken, zum Beispiel Oberkassel, hat man noch die Kabel konzentriert angeordnet. Und das bedeutete den Nachteil, dass man eben mehrere Kabel als Bündel verankern musste, was schwierig war und einen schwierigen Korrosionsschutz hatte. Außerdem war beim Freivorbau der Abstand zwischen den Kabeln groß, leicht 50 Meter, sodass zusätzliche Hilfsunterstützungen eingeführt werden mussten. Das war nicht mehr nötig oder ist nicht mehr nötig bei der Vielseilbrücke. Homberg hat etwa einen Abstand von 5 Meter Kabeln gewählt. Dadurch war ein einziges Kabel erforderlich pro Balkenabschnitt, was viel einfacher zu verankern ist, besseren Korrosionsschutz hat. Und der Freivorbau war natürlich stark vereinfacht. Man hat einen kompletten Überbauquerschnitt etwa 5 Meter Länge
eingehoben, angeschweißt an den bisherigen, sofort mit einem Kabel unterstützt und war fertig für den nächsten Freivorbauabschnitt. Also ganz wichtig ist heutzutage das übliche System. Ich erwähnte zu Beginn, dass durch ihre große Steifigkeit Schrägkabelbrücken Eisenbahnlasten tragen können. Eine der ersten großen Schrägkabelbrücken für Eisenbahn sind die zwei identischen Zárate-Brasilargo-Brücken über den Paraná in der Nähe von Buenos Aires, die unser Büro entworfen hat für eine dortige Baufirma. Die erste große Schrägkabelbrücke für Eisenbahnlasten ohne die besonderen Verstärkungen und alles Mögliche, was man sonst bei Hängebrücken machen muss. Wir machen einen Sprung in die aktuellen Verhältnisse. Interessant, der Pylon der Rheinbrücke Ilverich, sogenannte Flughafenbrücke, auch bei Düsseldorf. Da war es so, üblicherweise hätte man ja die Kabel hier etwa deutlich oberhalb zusammengeführt, einen vertikalen Pylon gehabt. Durch den nahen Flughafen aber war die Pylonenhöhe streng begrenzt, um trotzdem eine wirtschaftliche Schrägkabelbrücke mit wirtschaftlichen Kabelneigungen zu machen, hat man gesagt, naja schön, dann machen wir es eben so, dann machen wir statt eines vertikalen Pylons hier ein V, dann haben wir die erforderliche Höhe, machen ein starkes Zugband hier rein und haben dann im Tragverhalten des Balkens wieder die klassische Schrägkabelbrücke und haben die Problematik mit der Flughöhe umgangen. In jüngster Zeit ist in Deutschland die Strelasund-Brücke gebaut worden, wieder als einhüftige Schrägkabelbrücke, das heißt nur mit einem Pylon. Das kommt auf die örtlichen Verhältnisse an. Es ist eine sehr schöne Brücke. Man hat wieder, ähnlich wie bei den Düsseldorfer Brücken, die sogenannte Harfenanordnung der Kabel gewählt. Das heißt, die Kabel laufen parallel, nicht am Pylonspitze zusammen in einem sogenannten Büschel. Der große optische Vorteil der Parallelführung von Schrägkabeln besteht darin, dass sie auch in Schrägsicht sich nicht überschneiden optisch, was ein gewisser Nachteil der Fächer- oder Büschellösung ist, eine schöne Lösung. Die Strelasundbrücke ist zusätzlich, hat eine Besonderheit, weil zum ersten Mal in Deutschland die vorhin genannten Parallel-Litzenkabel benutzt wurden, hier von DSI geliefert. Eine ganz andere Schrägkabelbrücke, die, ich meine, mehr eine Skulptur als eine eigentliche Brücke ist, ist die von Calatrava entworfene Alamillo-Brücke. Der Kraftfluss ist untypisch für ständige Lasten, das heißt Eigengewicht Balken und Eigengewicht Pylon. Ist das System in Balance, das heißt die Rückwärtsneigung hier balanciert das Gewicht hier. Aber natürlich Verkehrslasten im Hauptfeld müssen über Biegung abgetragen werden. Keine typische Schrägkabelbrücke vom Kraftverlauf her, aber eine Skulptur, wie ich gerne sage. Eine Untergruppe der Stahlschrägkabelbrücken sind das, was ich einen hybriden Balken nenne, nämlich ein Stahlbalken im Hauptfeld, der balanciert wird durch einen schwereren Balken in der Nebenspannweite. Das erste war in Deutschland Mannheim Nord in den 70ern und sehr groß dann die Flehebrücke 1978 mit immerhin 368 Metern. Sie müssen sich bewusst sein, rein konstruktiv
kann man diese Brücke verdoppeln, ohne dass man da etwas Besonderes machen muss, und kommt dann sehr schnell auf 700 Meter Spannweiten und mehr. Stahl in der Hauptspannweite, Beton als Gegengewicht in der Nebenspannweite, wobei im Allgemeinen hier ein Übergewicht herrscht, mehr als man braucht zum Balancieren, und wir deshalb Stützen brauchen, auf denen die Betonbrücke lagert. Natürlich müssen die beiden Querschnitte am Pylon zusammenfassen. Wir sehen hier den Stahlquerschnitt, typisch orthotrope Platte, und wir sehen hier den Betonquerschnitt, die am Pylon zusammenstoßen und dort durch Verbundmittel und Spannglieder, die aus dem Betonteil in den Stahlteil hineinreichen, zusammengehalten werden. Es gab Anfang der 90er dann einen großen Sprung in den Spannweiten. Seit etwa 1975 war die größte Spannweite 404 Meter, Saint-Nazaire. Und dann hat unter der Leitung von Michel Verlogeux, dem großen französischen Brückeningenieur, wurde eine Brücke über die Seine bei Honfleur konstruiert und gebaut. Honfleur konnten die Amerikaner nicht aussprechen, und deshalb hat man sie Normandie-Brücke heutzutage genannt. Das ging besser im englischen Sprachbereich. 856 Meter. Also fast eine Verdoppelung. Wiederum Betonvorlandbrücken, die etwa 100 Meter hier hineinragen und hier auch, und ein leichter Stahlbalken. Natürlich sind aerodynamische Probleme mehr und mehr dominant, je größer die Hauptspannweite wird. Insbesondere Kabelschwingungen müssen unterdrückt werden. Man hat deshalb hier drei Arten gewählt. Man hat die PE-Rohre profiliert, um das sogenannte Regen-Wind-Galloping auszuschalten. Man hat hydraulische Dämpfer wie Stoßdämpfer bei Autos am Balken angebracht und hat noch Querabspannungen gemacht hier. Und die Brücke ist aerodynamisch stabil und die Kabel. Der nächste große Sprung kam dann für die Stonecutter-Brücke in Hongkong in 2009. Es war ein großer Wettbewerb, und ich war damals noch Geschäftsführer von Leonhard Andre und Partner. Wir sind Zweite geworden, sogenannte Runner-up für den damaligen Weltrekord. Und wir meinen natürlich heute noch, unsere Brücke wäre besser gewesen. Und Sie merken schon, es schmerzt immer noch, dass wir den Wettbewerb nicht gewonnen haben. Der aktuelle Weltrekord, Sutong-Brücke in China über den Huanghe, den gelben Fluss, mit 1088 Metern, hier am Ende der Montage. Man sieht, wie hier das letzte Stahlelement des Überbaus hochgehoben und eingefügt wird. Dafür müssen natürlich die beiden Brückenhälften um, ich sage mal, 10, 15 cm an jeder Seite zurückgeschoben werden und ausgerichtet werden. Dafür dient dieser temporäre Träger, um die beiden Spitzen längs und vertikal auszurichten. Und dann wird das neue Teil, was zum Teil noch passend gemacht wurde, eingehoben und verschweißt. In jüngster Zeit in Deutschland die Rheinbrücke Wesel, ein Pylon 335 Meter. Auch hier wurden im Anschluss an Strelasund mit Zulassung im Einzelfall für die Parallellützenkabel wiederum zum zweiten Mal in Deutschland nach Weltstandard Parallellützenkabel benutzt, wiederum geliefert von DSI. In jüngster Zeit, im letzten Jahr fertig geworden, die
Sava-Brücke über den Fluss, über die Save bei Belgrad mit 376 Metern. Nehmen Sie das mal zwei, haben Sie 750 Meter Abspannweite. Das ist schon was. Und Sie sehen hier eine typische Freivorbausituation. Der Derrick auf dem Balken zieht ein neues Balkenelement nach oben, das am Wasser antransportiert wurde. Eine besondere, sehr große Brücke, für die die Sollinger Hütte die Lager- und Fahrbahnübergänge geliefert hat. So, jetzt kommen wir zu den Beton-Schrägkabelbrücken. Der Balken kann grundsätzlich als Fertigteil ausgebildet werden oder als Ortbeton. Wir fangen mit den Fertigteilen an. Erste Beispiel, meine erste große Schrägkabelbrücke, für die ich Projektleiter war, in den USA. 1974, 75 angefangen, 1976 war das ganze Jahr in den USA für die Ausführungs- und Montageberechnung. Damals Weltrekord, 300 Meter Abspannweite. Und weil die Amerikaner keinen Freivorbau machen wollten in Ortbeton, haben wir dann Fertigteile benutzt. Man sieht hier die Stahlschalung, weil wir ja viele Fertigteile haben. Die Elemente wurden dann gegeneinander betoniert, auf gut Deutsch Match Casting, damit die Fugen auch passen. Hochgezogen, eingeschwommen, die Fugen dann mit Epoxy verklebt. Heute nichts Besonderes, zumindest im Ausland. Damals war das relativ neu. Hier das sehen wir das Hochheben des letzten Fertigteils, ungefähr 270 Tonnen. Das System, mit dem wir angehoben haben, Lift-Slab-Verfahren, hydraulische Pressen, mussten wir zurückhängen, weil der Balken das nicht abkonnte. Aber es hat alles gut geklappt. Die nächste Brücke in dieser Art haben wir dann auch in Amerika kurz drauf gemacht. Immerhin 274 Meter mit nur einem Pylon. Das mal zwei wäre heute noch Weltrekord. Da haben die Elemente etwas anders ausgesehen, wurden auch mit dem Tieflader transportiert und sie wurden nicht vom Balken hochgezogen, sondern mit einem Schwimmkran, den wir hier im Hintergrund sehen beim Einheben des letzten Elementes. Gut, in Deutschland wird man überwiegend und auch in vielen anderen Ländern Ortbeton machen und keine Fertigteile. Typisch die Helgelandbrücke, die wir Ende der 80er entworfen haben. Die Helgelandbrücke liegt in Norwegen am Polarkreis, an der Westküste über ein tiefes Fjord, bis zu 120 Metern tief. Sehr steil abfallende Hänge, es waren 425 Meter Spannweite erforderlich. Das Problem bei dieser Brücke war die große extreme Windbelastung dort. Wir haben deshalb gesagt, wir müssen den Windangriff gering halten und haben einen Balken sehr abgemagert, 1,20 Meter Bauhöhe für 425 Meter, das 1 zu 355. Viel schlanker geht es nicht, insbesondere bei den furchtbaren Winden, 250 Kilometer pro Stunde jeden Winter. Man kann Wind schlecht fotografieren, aber man kann seine Wirkungen zeigen. Und Sie sehen hier, wie der Gischt im Wasser während des Freivorbaus aufgewirbelt wird. Das war also nicht ganz einfach. Unser Dr. Kovac hat die Aerodynamik gemacht und meint, es müsste alles gehen. Naja, wir haben ihm geglaubt und es hat auch funktioniert. Wir sehen dann hier, es hat nicht immer gestürmt, an einem schönen Tag den Freivorbau in Ortbeton nach beiden Seiten. Und die Brücke ist also erfolgreich in gut zwei Jahren gebaut worden. Und wegen der Umstände und der großen Schlankheit unsere kühnste Brücke, sage ich immer. Der jetzige Weltrekord ist auch in Norwegen mit 530 Metern. Ähnlich
der Helgelandbrücke. Jetzt kommen wir zum dritten Haupttyp, nämlich den Verbund-Schrägkabelbrücken. Typisch der Querschnitt, ein Trägerrost aus Stahl, Außenaufhängung der Kabel und dann eine Betonfahrbahnplatte aus Ortbeton oder Fertigteilen. Wichtig, wir können keine mittlere Kabelebene machen bei Verbund, weil ja wir nur Druck in der Fahrbahnplatte haben wollen. Das heißt, es muss die Fahrbahnplatte auch in Querrichtung als Obergurt eines Trägers auf zwei Stützen Druck bekommen. Wir beginnen mit einer Ortbeton-Fahrbahnplatte. Als Beispiel nehme ich hier die Elbebrücke Niederwartha. Wir haben den Stahlträgerrost installiert, an den Kabeln aufgehängt. Und jetzt muss als erstes die Fahrbahn eingeschalt werden, bewehrt und schließlich betoniert und abgezogen werden. Wenn wir Fertigteile benutzen für die Fahrbahnplatte, dann können diese Fertigteilplatten etwa so aussehen. Hier sind die Querträger und wir haben dort Löcher drin, um Schubdübel einbetonieren zu können. Schließlich haben wir hier gewisse Fugen. Man sieht hier, die Schubdübel kommen aus den Querträgern. Man kann das Ganze so gestalten und die Fugen so gestalten, dass man keinerlei Schalung braucht oder, sagen wir besser, Hilfsunterstützung, sondern die Fertigteilplatte ruht vollständig auf den Stahlträgerrost und nur kleine Einschalung ist für die Fugen erforderlich. Ich zeige hier das Beispiel Baytownbrücke über den Houston Ship Channel, was wir Mitte der 80er in Amerika entworfen haben. Wie everything is bigger and better in Texas. Das heißt, wir hatten hier 8 Spuren plus 4 Standspuren und das hätte für die üblichen 2 außenliegenden Kabelebenen bedeutet, dass wir in Querrichtung genauso viel Stahl gebraucht hätten wie in Längsrichtung. Da haben wir gesagt, naja, das können wir besser. Und haben dann eben 2 Balken draus gemacht, jeden Balken an 2 Kabelebenen aufgehängt. Und da war dann im Endergebnis, dass wir in Querrichtung nur die halbe Stahlmenge gebraucht haben wie in Längsrichtung. Die Stahlmenge in Längsrichtung ist relativ konstant, auch die Kabelmenge ist konstant, wir haben also deutlich gespart. Wir waren damals im Wettbewerb mit Jean Müller und haben den Wettbewerb gewonnen, was immer höchst erfreulich ist. Wie werden jetzt die typischen Schrägkabelbrücken mit Verbundbalken und Fahrbahnplatte aus Fertigteilen montiert? Es werden der Querschnitt als Trägerrost über die Länge zwischen den Kabelabständen, 10-12 Meter, und die gesamte Brückenbreite, Gewicht ungefähr 60 Tonnen, werden auf dem Wasser angefahren. Man sieht hier nicht viel Wasser, hier ist ein klein bisschen, das ist also der Houston Ship Channel. Hier ist das Boot, auf dem das angeliefert wurde, wird hochgezogen, wird ein Derrick angeschlossen. Die Kabel eingezogen, natürlich noch nicht mit der endgültigen Kraft, sondern mit der geringen Kraft. Und dann werden die Fertigteile genauso hochgezogen und auf den Trägerrost aufgelegt. Und das ist also auch, ich persönlich sehe durchaus Vorteile in den Fertigteilen. Die haben ein Gewicht von 20 Tonnen, also ist nicht so furchtbar schwer zu transportieren. Es kommt letztlich auf die Baufirma an. Die Fuge ist natürlich ein gewisses Schwachglied, aber man ist schneller und das Schwinden und Kriechen, wenn die ein Jahr alt sind, ist stark reduziert. Nun gut, der Weltrekord seit 1993 und heute noch für Verbund-Schrägkabelbrücken ist die Yangpu-Brücke in Shanghai. Die habe ich damals im Auftrag der Weltbank geprüft, die größte Brücke damals in China. Und ich muss sagen, die Chinesen haben das sehr schön gemacht. In gewisser Weise leider, weil ich damals schon erkennen musste,
die werden uns als Ingenieurbüro nicht viel brauchen, die können dasselbe. Und so war es dann auch. Ein grundsätzlich anders arbeitendes statisches System sind Reihen von Schrägkabelbrücken. Wenn wir also diverse Hauptspannweiten aneinander hängen, da ist das Hauptproblem, wenn ich eine Last hier hinstelle, dann kann sich eben hier der Balken nach oben verformen, weil ja hier nicht wie bei den üblichen Schrägkabelbrücken dieser Festhaltewiderlager ist. Und es ist also das Problem, wie stabilisiere ich die Pylonspitzen bei einer Reihe von Schrägkabelbrücken. Ich muss mir auch noch überlegen, wie ich die Temperatur Schwinden und Kriechen aufnehme über die große Länge. Aber das Hauptproblem ist die Stabilisierung der Pylonspitzen. Und da gibt es verschiedene Systeme. Das klassische System, die Maracaibo-Brücke von dem großen italienischen Ingenieur Morandi, 1962 schon fertig. Damals mit Abstand die größte Schrägkabelbrücke. Morandi stabilisiert die Spitzen, indem er hier A-Pylone verwendet und die A-Pylone eben als steifer Bock in sich steif sind. Also A-Pylone steif. Eine andere A-Pylone in jüngster Zeit, die großartige Rion-Antirion-Brücke in Griechenland. Jacques Corbeau war der französische Ingenieur, war maßgebend dafür. Wir haben hier sehr kräftige, zylindrische Gründungen, die tief gehen. Und da sitzt eben wieder ein A-Bock drauf, der die Differenzkräfte links und rechts als Verkehrslast hier in Zug und Druck aufnimmt und schließlich hier in diesem großen Zylinder über Biegung in den Boden leitet. Das Hauptproblem bei Rion-Antirion war das Erdbeben. Es ist in einer Verwerfung gebaut und man hat letztlich eine Lösung, man hat bis zu 2 Metern Verschiebungen zwischen den linken und rechten Ufern erwartet. Das ist ein Haufen Holz. Und hier hat man zum ersten Mal für eine große Schrägkabelbrücke die Pfeiler der Pylone auf ein Kiesbett gesetzt. Nicht auf Pfähle, sondern Kiesbett und dann erst eine Pfahlgründung und erwartet, dass bei einer 2 Meter Verschiebung die Pfeiler auf dem Kiesbett gleiten, beziehungsweise die Pfeiler stehen bleiben und der Boden mit dem Kiesbett drunter weggleitet. Eine vielleicht die einzige Lösung, das Ding hier überhaupt zum Stehen zu bringen. Und bisher war noch kein Erdbeben, aber die Chancen sind gut, dass in der ganzen Gegend nichts mehr steht, außer der Brücke, nach dem entsprechenden Erdbeben. Natürlich, der Apylon eignet sich besonders gut zum parallelen Freivorbau. Ganz klassisch werden die einzelnen Teile hochgehoben und eingehängt. Eine weitere aus jüngster Zeit sehr beeindruckende Reihe von Schrägkabelbrücken ist die Millau-Brücke im Süden von Frankreich. Michel Verlogeux war wieder, wie bei Normandy, der maßgebende Ingenieur. 240 Meter über Grund, hat leider und den Weltrekord von unserer schönen Kochertalbrücke, Autobahn Heilbronn-Nürnberg, weggenommen. Die hatte sonst bis dahin mit 180 Metern. Aber es gibt jetzt in Mexiko eine, die ist, glaube ich, 400 Meter über Grund. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Stabilisierung sehr geschickt oben, A-Pylone und die Pfeiler unten gesplittet, sodass wir oben auch 2 Einzelteile haben und das Kräftepaar, was hier runterkommt in den Pylonstielen, in ein Kräftepaar hier
in den Pfeilern aufgenommen wird. Außerdem sorgen ja diese Schlitze, sag ich mal, in den Pfeilern dafür, dass die Pfeiler horizontal weich sind, aber biegesteif. Wir kennen das aus dem Freivorbau. Und deshalb können wir die meisten Pfeiler monolithisch bzw. über Vorspannung mit dem Überbau verbinden. Eine sehr durchdachte und auch ästhetisch schöne Lösung. Übrigens hat die Firma Maurer für beide, sowohl Rion Antirion wie auch für Mio, die Lager- und ganz erheblichen Fahrbahnübergänge geliefert. Ich musste gerade mal einen Schluck Wasser trinken, das können Sie ja jetzt nicht sehen. Eine weitere Besonderheit der Mio-Brücke ist, dass der Balken über die gesamte Länge von, ich weiß nicht, 2,5 Kilometern eingeschoben wurde. Zusammengeschweißt aus einzelnen Teilen hier am Widerlager und dann eingeschoben mit Hilfspfeilern in den großen Öffnungen, eben auch 120, 130 Meter hoch an den Seitenpfeilern. Außerdem hat man einen Pylon, nicht ganz so hoch wie im Endzustand, dann wäre der Wind zu groß gewesen, aber einen Pylon aus dem Endzustand auch zusätzlich zu einem Vorbauschnabel als Stabilisierung der Kracharmspitze benutzt. Und was mich verblüfft hat, ist, man musste während des Schiebens die Kabel nicht nachspannen. Das war der belgische Ingenieur Jean-Marie Cremer vom Büro Greisch, der hier die Montageberechnung gemacht hat. Und ich muss sagen, das sind tolle Sachen, die die da gemacht haben. Bin ich beeindruckt. Ein weiteres, bisher nur theoretisch untersuchtes System für eine Reihe von Schrägkabelbrücken, hier die New Forth Crossing bei Edinburgh in Schottland, sind eins, zwei und drittes sind drei Felder. Wenn man die Schrägkabel in der Mitte dieser mehreren Hauptöffnungen überlappen lässt, dann kann man damit auch die Pylonspitze stabilisieren bei natürlich entsprechender Steifigkeit und so weiter. LAP macht zurzeit die Ausführungsplanung und Montageberechnung für dieses zum ersten Mal verwirklichte System. Auf der Baustelle hat es schon angefangen. Jetzt noch ein Ausblick. Der nächste Weltrekord ist nicht on the drawing board nur, sondern ist im Bau. Die Ruski-Brücke vor Wladiwostok, nicht zu verwechseln mit der Golden Horn-Brücke in Wladiwostok, die gleichzeitig gebaut wird, geht zu der Insel Ruski mit 1104 Metern, wird in circa 2 Monaten, 3 Monaten geschlossen werden, ist das neue System, oder der neue, Entschuldigung, ist der neue Weltrekord. Wie ich schon erwähnt habe, bei diesen ganz großen Spannweiten ist die Kabeldynamik das Hauptproblem. Zusätzlich zu den schon für die Mio, für die Normandy-Brücke erwähnten Maßnahmen, Profilierung der Kabel, Abspannungen und hydraulische Dämpfer, hat die Firma Maurer speziell für die längsten Kabel dieser Brücke etwas Neues entwickelt. Hydraulische Dämpfer, die eine Hydraulikflüssigkeit haben, deren kinematische Zähigkeit man durch ein Magnetfeld verändern kann. Und dort wird der momentane Zustand eines schwingenden Kabels, Frequenz und Amplitude gemessen. Und dann wird ein Magnetfeld geändert und damit die kinematische Zähigkeit der Hydraulikflüssig optimiert zu dem ganz momentanen, in dieser Sekunde, Zustand. Etwas Neues. Und sicher für die weiteren ganz großen Spannweiten interessant. Wo geht's hin?
Naja, ich würde am liebsten sagen, the sky is the limit. Schon 1900, boah, das war Ende, als ich ins Büro kam, waren wir dabei, da habe ich dran rumgerechnet. 1970 rum, Wettbewerb Messina-Brücke, hatte Leonhard einen Entwurf mit einer Hauptspannweite von 1800 Metern, der so weit vorbemessen war, dass es funktioniert hat. Also, es geht, und wenn man weiß, die Hängebrücke liegt heute bei 1990 Metern und ist aerodynamischer, empfindlicher, dann wird man diese Spannweiten auch mit Schrägkabelbrücken überbrücken können. Wir stehen bereit und hoffen, dass wir bald einen Auftrag dafür bekommen. Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine persönliche Anmerkung. Seit gut zwei Jahren halte ich Vorlesungen über Schrägkabelbrücke an der Universität in Dresden. Und daraus hat sich nun ein umfangreiches Buch entwickelt, Schrägkabelbrücken mit eben 40 Jahre Erfahrung. Ich habe es mittlerweile ins Englische übersetzt und es wird auch bei Ernst & Sohn in circa 2 Monaten erscheinen. Das, was ich Ihnen heute nur vage andeuten konnte, finden Sie hier natürlich im Detail. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und soweit ich hier an meinem Computer gesehen habe, es sind praktisch alle dabei geblieben. Das nehme ich als Kompliment. Vielen Dank. Herr Svensson, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Kommen wir nun zu den Fragen. Vorab noch ein kurzer Hinweis an die Zuhörer. Sie können weiterhin Fragen stellen, indem Sie diese unterhalb des Präsentationsfensters eingeben. Wir haben bereits einige Fragen vorliegen und ich möchte die Diskussion mit folgender beginnen. Herr Svensson, für welche Spannweiten sind Stahlbalken, Betonbalken und Verbundbalken am wirtschaftlichsten? Die Reihenfolge ist grundsätzlich die kleineren Spannweiten Beton, 200, 250 Meter bis vielleicht 400 Meter. Dann kommt Verbund, vielleicht 400 Meter bis 600, 700 Meter vielleicht. Und darüber dann Stahl. Wobei wir ja auch wissen, Stahl wird sehr gerne, Stahl in der Hauptspannweite oder Verbund, wird dann gern mit Betonvorlandbrücken verbunden. Okay, vielen Dank. Die nächste Frage ist, was sind die Hauptprobleme bei Schrägkabelbrücken bei sehr viel größeren Spannweiten? Ja, wie ich schon sagte, ich sehe es nicht so sehr im Statischen. Mit dem Stahl, den wir heute haben, für Balken und Kabel, Bewehrung, den Beton, den wir heute haben, für Balken, Fahrbahnplatte, Pylone, können wir durchaus sehr viel größere Spannweiten bauen. Das Hochheben von auch größeren Einheiten mit zum Beispiel größeren Schwimmkränen ist ausprobiert. Also vom Statischen her sehe ich die Probleme nicht. Brückendynamik, also dass der Balken nicht flattert, Galloping und so weiter, Vortex-Shedding macht, können wir bei den großen Spannweiten lösen, indem wir zwei Maßnahmen anwenden. Der Witz für die aerodynamische Stabilität ist, dass die Torsionseigenfrequenz des Balkens deutlich höher sein muss als die Biegereigenfrequenz. Mindestens Faktor 2, damit es funktioniert. Und wir können die Torsionseigenfrequenz des Balkens auf 2 Arten anheben. Zum einen durch Außenaufhängung. Da genügt bei kleineren Spannweiten dann ein offener, torsionsweicher Querschnitt. Oder aber durch einen geschlossenen Hohlkasten. Das geht häufig mit Mittelaufhängung. Und wenn wir dann beides machen, also wie wir in Amerika sagen, Belts and Suspenders, wenn wir Außenaufhängung mit dem Hohlkasten machen, dürfte das Problem lösbar sein. Es bleiben die Kabelprobleme, die ich schon erwähnt habe, wo diese neuen adaptiven Dämpfer jetzt angewendet werden. Die dynamischen Probleme sind die größeren, aber sie lassen sich lösen. Vielen Dank. Die nächste Frage lautet, wie wird der Brückenschluss bei Beton-FT-Brücken ausgeführt? Ortbeton? Ja, also ich
sage, wie ich's oder wie wir es gemacht haben, völlig richtige Frage, vorgebaut bis zu einer Schlusslücke, die dann eingeschalt und in Ortbeton betoniert wird. Das Gerät zum Freivorbau wird man unter Umständen drüber spannen, um die beiden Enden gegeneinander zu stabilisieren. Und man wird die Spannglieder überlappen in der Ortbeton-Mittelfuge. Dankeschön. Ein anderer Zuhörer hat eine Frage zur Helgelandbrücke. Und zwar würde er gerne wissen, ob das Problem der Kabelvereisung untersucht wurde und ob es bei dieser Brücke Probleme mit der Vereisung gibt. Diese Frage wird häufig gestellt. Es ist aber mir kein Beispiel bekannt, wo diese theoretisch durchaus vorhandene Gefahr Wirklichkeit wurde. Der Frager denkt daran, dass ich eben durch Nebel bei großer Kälte die Kabel vereisen, wie man das ja auch bei Hochspannungsleitungen sieht und dann durch das Runterfallen, speziell bei Apilon, Autos oder Menschen gefährdet werden. Es ist mir nicht bekannt, es gibt theoretische Möglichkeiten, man kann zum Beispiel eine Farbe wählen, wie sie bei Schiffen gewählt wird, um Eisanhang zu verhindern. Es ist praktisch nicht aufgetaucht. Mir ist also kein Beispiel bekannt, obwohl theoretisch das Problem besteht. Vielen Dank. Die nächste Frage ist, wie groß ist die Bedeutung von Schwinden und Kriechen bei Verbundschrägseilbrücken? Auch eine sehr fachmännische Frage. Sie hat schon einen Einfluss, wenn ich altmodisch über das N-Verfahren gehen darf, wo ich also das Verhältnis der E-Moduli von Beton und Stahl ins Verhältnis setze, dann wird bei ständigen Lasten nach Schwinden und Kriechen das von ursprünglich vielleicht 12, 14 runtergehen auf 9, 10. Das wird rechnerisch berücksichtigt, aber die Effektivität natürlich nur für ständige Lasten. Temporäre Verkehrslasten, da haben wir immer den vollen E-Modul. Für ständige Lasten sinkt die Effektivität. Darin liegt eben ein Vorteil der Fertigteil-Fahrbahnplatten von Verbundbrücken, weil diese Fertigteilplatten vielleicht ein Jahr alt sind und daher ein großer Teil des Kriechen und Schwindens schon abgebaut ist. Okay, vielen Dank. Wann lohnt es sich, bei Schrägkabelbrücken Rad- und Fußgängerbrücken zu nutzen? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich würde bei Fußgängerbrücken eigentlich nicht so gern von Lohnen im wirtschaftlichen Sinne sprechen. Auch die absolute Spannweite kann natürlich kein Kriterium sein, denn wenn ich einen gewuteten Durchlaufträger nehme und habe entsprechende Wuten, dann kann man viel machen. Sie erinnern sich vielleicht, deutsche Brückenbaupreis in diesem Jahr, wo eine geschwungene Fußgängerbrücke mit außenliegenden Wuten ausgezeichnet wurde. Eher ist wohl die Schlankheit ein Kriterium. Wenn ich also einen sehr schlanken Balken haben möchte, dann wird man bei Durchlaufträgern irgendwo bei 20, 22 hört es dann langsam auf. Bei Schrägkabelbrücken habe ich Ihnen Beispiel 1 zu 350 genannt. Ich würde also sagen, wenn man aus architektonischen Gründen eine hohe Schlankheit haben will, zum Beispiel um die Durchsichtigkeit der ganzen Konstruktion zu heben, dann würde ich die Schlankheit als ein Kriterium nehmen, wenn eben die Kräfte nicht über Biegung im Balken bei einem gewuteten Durchlaufträger abzutragen, sondern über die Kabel nach hinten abzuhängen. Vielen Dank. Wir haben noch eine andere Frage. Wann verdrängen die Schrägseilbrücken die Hängebrücken im Bereich großer Spannweiten von 300 bis 1000 Meter? Und die Zusatzfrage dazu wäre, welche Rolle spielen dabei die Vielseilbrücken?
den Beginn habe ich nicht ganz verstanden. Wann Sie heute haben die Schrägkabelbrücken die Dominanz in den Spannweiten zwischen 250, 300 Metern bis 1100 Metern. Die Wirtschaftlichkeitsfrage zwischen Hänge- und Schrägkabelbrücken kann man grundsätzlich zum einen nicht über die Frage des Kabelstahls lösen. Das ist ein Irrglaube. Eine Hängebrücke braucht zwar deutlich mehr Kabelstahl, umso mehr, je größer die Spannweite ist, als eine Schrägkabelbrücke. Aber das sind eben 1500 Meter lange Drähte, die nur an den Enden einmal verankert werden. Schrägkabelbrücken hingegen haben sehr viel mehr Verankerung. Das heißt, bei derselben Tonnage von Stahl für die Kabel braucht eine Schrägkabelbrücke sehr viel mehr Kabelverankerung. Die sind teuer. Und deshalb liegt da kein signifikanter Unterschied. Der signifikante Unterschied liegt in den Kosten für die Kabelverankerung bei Hängebrücken. Wenn wir keine selbstverankerte Hängebrücken haben, die wieder andere Nachteile hat, dann müssen wir eben die Haarkräfte in Widerlagern aufnehmen. Und das sind ganz erhebliche Haarkräfte. Und je nach Situation, wenn ich jetzt im Fels direkt verankern kann, was man in Amerika zum Teil machen kann, dann ist das preisgünstig, dann kann unter Umständen die Hängebrücke wirtschaftlich sein. Wenn ich aber im Meer bin und muss 50 Meter über Wasser und vielleicht noch 50 Meter unter Wasser ein Widerlager bauen, was in 100 Meter über dem Grund eine furchtbare Haarkraft hat, brauche ich ganz gewaltige Betonmengen, um dieses Kippmoment aufzunehmen. Und das ist üblicherweise der Kostennachteil einer Hängebrücke gegenüber einer Schrägkabelbrücke, diese sehr schweren Verankerungswiderlagerkonstruktion. Herr Svensson, vielen Dank. Die nächste Frage ist, wie werden die Seile geprüft, in welchem zeitlichen Abstand? Eine ganz wichtige Frage, weil natürlich die Schrägkabel gegen Korrosion sehr sorgfältig geschützt werden müssen. In Deutschland ist es die, wenn es die noch gibt, noch nicht irgendein Eurocode, 1076, wo man unterscheidet Zwischenprüfungen alle 3 Jahre, die optisch in erster Linie visuell sind, und In-Depth-Prüfungen alle, ich sag mal, 6 Jahre ganz grob. Bei den genauen Prüfungen wird man heute gern elektromagnetische Verfahren anwenden. Das heißt, man wird ein kreisförmiges Prüfgerät mit Magnetstrahlen über die Kabel durchlaufen lassen und kann dann an einem Aufschrieb erkennen, ob es einzelne oder mehrere Kabelbrüche gibt, wo man dann bei ganzen Kabeln die austauschen kann oder einzelne austauscht. Auch von außen bei verschlossenen Seilen ist es in erster Linie der Anstrich, der erneuert werden muss. Also ständige, mindestens alle 3 Jahre wechselnd oberflächlich, visuell und innerlich Magnet zum Beispiel Untersuchungen sind absolut erforderlich, um Schäden frühzeitig zu erkennen. Damit sind wir am Ende angelangt. Ich möchte mich bei allen Teilnehmern für ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ein besonderer Dank geht nochmal an Holger Svensson für die ausgezeichnete Präsentation und an unsere Sponsoren Maurer Söhne, RW Sollinger Hütte und DSI. Dieses Webinar wurde aufgezeichnet und ist ab morgen als Download im Webinararchiv von Ernst & Sohn verfügbar. Dazu gibt es dann auch die Möglichkeit, weitere Kommentare oder Fragen an uns zu senden. Entsprechende Links finden Sie auf Ernst & Sohn-Webinare. Damit ist das heutige Webinar zu Ende und ich darf mich von Ihnen verabschieden. Vielen Dank und auf Wiederhören.